Feuer ist natürlich für die Kochköchin immer die ultimative Kochtechnik, allein wegen Aroma. Und man merkt, wenn die Leute ein Feuer bei sich haben, bedeutet es ganz viele Dinge, ganz ursprüngliche Dinge auch. Licht, Hitze, Essen, Wärme. Das heißt, ganz tief in uns drin, wenn wir in ein Feuer schauen, entwickeln wir automatisch Gefühle. Ich hatte schon immer davon geträumt, Dinner auszurichten, die eben an versteckten Orten stattfinden. Und versteckte Orte haben immer was Geheimnisvolles. Und auch so ein bisschen manchmal was Neues. Also man kommt aus seiner Komfortzone raus.